Hallo und herzlich willkommen zu dieser Yoga-Session zum Thema starke Mitte und Energie im Fluss. Es ist eine dynamische Session, wo wir darauf schauen, dass wir die Kraft in der Mitte zentrieren können, dass wir von innen her Kraft entwickeln können, stark sein, dass wir dann in den Extremitäten frei und auch entspannt und locker können durch die dynamischen Sessions oder dynamischen Übungen fliessen. Wir fangen hier im Sitz. Schaust, dass du gut aufgerichtet bist, die Hüfte kannst entspannen. Und dann schliessen wir einen Moment die Augen. Den Atem lassen wir frei fliessen und wir kommen ganz bei uns an. Spürst mal gut zu deinen Füßen, zu den Fußsohlen. Zu den Beinen und zu den Hüften. Zum ganzen Beckenraum, zu den Sitzbeinhöcken. Wir können den Beckenboden ganz leicht anspannen, die Sitzbeinhöcken ein bisschen weit zusammenschieben, Unterbauch ein bisschen aktivieren, Bauchnabel ein bisschen zurückziehen. Und wir stellen uns vor, dass wir so eine imaginäre Wand lehnen. Wir richten unseren Rumpf aus, Scheitel streckt zur Decke. Brustbein ist ein bisschen gegen die Uhr gerichtet, vorne Uhr. Schultern sind entspannt, Arme und Hände gelöst. Nacken, Kopfhaut, das Gesicht ist entspannt. Wir sind innerlich aufgeräumt und zentriert, sind ganz präsent bei uns im Inneren. Und hören den Moment ununterbrochen unserem Atem zu. Und wir atmen vertieft aus, atmen tief ein, atmen kurz anhalten und langsam aus. Wir fangen an mit einer Atemübung, die ist sehr blutreinigend und auch gut zum Bauchfett, zum Schmelzen bringen. Die heisst Bastrika, sogenannte Blasbalgatmung. Da atmen wir dann ganz forciert aus und einatmen. Aus, ein, aus, ein. Und das tut so ein bisschen wie bei einem Blasbalg. Und das sieht auch so aus. Also beim Ausatmen tun wir mithelfen mit dem Bauch, der gegen innen geht. Beim Einatmen tun wir den Bauchraum gegen rausbringen, den ganzen Luftraum füllen und ausatmen, wieder leeren. Und das machen wir so etwa 10 Mal. Und dann tun wir den Atem. Dann tun wir tief einatmen, Atem für einen Moment anhalten und wenn wir den Atem anhaltet, Beckenboden ein bisschen anspannen oder wenn dir das etwas sagt, die energetischen Verschlüsse machen, also Mulabanda ist der unterste, ein Schlüssmuskel ein bisschen anspannen, aber nicht zu fest, Bauchnabel ein bisschen zur Wirbelsäule ziehen, das wäre Uddiyana Bandha und das Knie ein bisschen zurücknehmen, um den Halsverschluss machen, die Shalandhara Bandha, damit die Energie beim Atemrückhalt nicht verloren geht. Gut. Du kannst die Augen offen behalten zum Zuschauen oder kannst sie auch schliessen, wenn du es schon kennst. Wir atmen aus, atmen in der Mittellage ein und fangen an. Tief einatmen. Atem anhalten, Wirbelsäule gut durchstrecken, energetische Verschlüsse setzen. Wir lösen und langsam und bewusst ausatmen, den Atem fliessen. Und einen Moment nachspüren. Wir machen nochmal einen Durchgang. Wir atmen tief aus
und fange dann an. Tief ein. Atem anhalten, Verschluss setzen. Wieder lösen und langsam und bewusst ausatmen. Den Atem fließen und nachspüren. Wieder die Augen öffnen. Und dann jetzt nochmal den unteren Verschluss machen, Mula Bandha. Sitzbeinhöcke ein bisschen zusammenschieben. Dann den Beckenboden ein bisschen anspannen, Schließmuskel anspannen, ein bisschen gegen oben ziehen. Moment halten, die Kraft im Unterbauch wahrnehmen. Und zudem tun wir jetzt noch den Bauchnabel ein bisschen zur Wirbelsäule ziehen. Den Atem lassen wir fliessen. Und wir schauen auch, dass die Kraft nicht zu streng ist, sondern es ist eine Anspannung, man spürt die Muskeln, aber nicht verkrampfen. Und dann lösen wir wieder, den Bauchraum vollkommen lösen, Beckenboden lösen. Wir atmen tief ein, mit dem Ausatmen nochmal Mula Bandha und Uddiyana Bandha anspannen. Beckenboden ein bisschen ziehen, Schliessmuskel anspannen, Bauchnabel richtig Wirbelsäule ziehen, Atem fliessen. Und jetzt nehmen wir gleichzeitig unsere Arme gegen uns. Wir uns richtig gut aufrichten. Scheitel strebt zur Decke. Wir den Finger verschränken. Nehmen die verschränkten Hände hinter den Kopf, stoßen den Kopf ein bisschen zurück. Und machen eine Seitneigung gegen rechts. Linke Sitzbeinhöcke bleibt gut im Boden verankert. Die Kraft von unten her, von Mula Bandha und Uddiyana Bandha, die tiefe Bauchkraft behalten. Atem fliessen, mit jedem Einatmen die linke Flanke weiten. Nächstes Einatmen kommen wir in die Mitte. Lasst den Atem fliessen, strecken unsere Hände zur Decke, Handflächen gegen oben, kleine Finger ziehen, ein bisschen gegen hinten, Bauchnabel nochmal ein bisschen einsaugen, auch untere Rippen ein bisschen zurücknehmen. Wir stoßen uns lang. Atmen nicht vergessen. Und wir nehmen die Hände wieder verschränkt hinter den Kopf, nehmen den Kopf ein bisschen zurück in die Hände und machen eine Seitneigung gegen links. Den rechten Sitz bei Höcke gut im Boden verankern. Atem fliessen. Und die Kraft in der Mitte behalten. Das fällt einem viel leichter, wenn man die wahrnimmt und ein bisschen behaltet. Einatmen, kommen wir wieder in die Mitte. Wir strecken uns nochmal lang, nehmen die Fingerspitzen richtig decken, richtig langen Rumpf machen. Und dann können wir so mit den gestreckten Händen gegenführen. Wir bringen die Fingerspitzen am Boden. Und wenn du willst, kannst du auch die Stirn senken oder einfach den Kopf für einen Moment einrollen. Schultern lösen. Komplett lösen. Erst einatmen, kommen Wirbel für Wirbel hoch und unsere Beinposition lösen. Wir aktivieren jetzt den Bauch ein bisschen aktivieren. Nehmen die Hände so vor uns zusammen. Die Beine sind angewinkelt aufgestellt. Wir pressen die Hände ein bisschen zusammen und den Beckenboden aktivieren. Gegen oben ziehen. Mit dem nächsten Ausatmen den unteren Rücken bewusst runden. Mit der Bauchkraft schaffen. Einatmen, kommen wir wieder runter. Und ausatmen, runden. Wir kommen ein bisschen weiter runter. Aber schön langsam. Einatmen, kommen wir nochmal runter.
bringen das Brustbein dann ein bisschen gegenführen und ausatmen, kommen wir hinten ab. Wir kommen jetzt ganz in die Rückenlage, nehmen die Hände neben den Körper und strecken die Beine zur Decke strecken. Untere Rücken ist gut anliegend am Boden, Bauchnabel einsaugen. Die Kraft, die wir vorher entwickelt haben, yogisch sagt man Mula Bandha und Uddiyana Bandha, ein bisschen anspannen oder ein bisschen setzen. Die behalten wir jetzt während dieser Übungen. Du merkst auch, dass wenn du den Bauchnabel ein bisschen zurückziehst, der untere Rücken schön lang im Boden ist. Aber nicht dabei den Atem anhalten. Und wenn man die Kraft in der Mitte hat, dann kann man eigentlich oben und breit ein bisschen mehr lösen. Einatmen, nehmen die Arme gegen, hinten. Und ausatmen, wenn wir die Beine anwinkeln, die Arme verschränkt, gegen die Handfläche, gegen die Oberschenkel pressen. Atem lassen fliessen, untere Rücken bleibt schön im Boden. Nach dem Einatmen kommen wir wieder zurück in die Ausgangslage und ausatmen. Armposition wechseln, nochmal Hände gegen die Oberschenkel pressen, Oberschenkel gegen die Hände und die tiefe Bauchkraft wahrnehmen. Atem lassen fliessen. Einatmen, nochmal hinten und ausatmen, nochmal Seite wechseln. Nochmal einatmen, hinten und ausatmen, nochmal Seite wechseln. Jetzt lösen wir die Hände, lösen, Atem fliessen, die Finger verschränken hinter den Kopf. Die Beine sind im rechten Winkel angewinkelt. Schau, dass der untere Rücken immer schön am Boden verankert bleibt. Nochmal einatmen. Komm mit der Kraft vom Bauch in die Mitte. Ausatmen zurück. Einatmen auf die rechte Seite. Ein bisschen bleiben. Ausatmen zurück. Einatmen links. Ausatmen zurück. Eingehen. Auszug. Ein rechts. Auszug. Und ein links. Lächeln. Auszug. Nochmal Mitte. Wir bleiben einen Moment. Atem lassen fliessen. Die tiefe Bauchkraft wahrnehmen. Ausatmen zurück. Hier kommen wir gegen rechts. Einen Moment bleiben. Und wir strecken jetzt das linke Bein gegen vorne strecken. Fuß ist nicht am Boden. Das rechte Bein noch etwas mehr anwinkeln. Und jetzt die rechte Schulter, rechte Ellbogen am Boden und linke Ellbogen zum rechten Knie. Einen Moment bleiben. Atem noch fliessen. Sehr gut für die seitlichen Bauchmuskeln. Nach dem Einatmen kommen wir wieder in die Mitte. Und aussenken. Einatmen gegen links. Einen Moment bleiben. Atem noch fliessen. Und wir strecken dann das rechte Bein gegen vorne strecken, Kniescheibe ein bisschen anziehen, links Knie noch ein bisschen näher ziehen, rechte Ellbogen zum linken Knie und linke Ellbogen und Schultern kannst du am Boden nehmen. Atem lassen fliessen, einen Moment bleiben. Und mit dem nächsten Einatmen kommen wir zurück in die Mitte und aussenken. Einatmen, kommen wir jetzt nochmal hoch, in der Mitte, nehmen die Hände gegen vorne und wir strecken jetzt die Beine gegen vorne strecken. Untere Rücken bleibt schön im Boden verankert. Wir strecken die Beine so schräg gegen vorne, nicht fest gegen uhr. Sehr aktivierend für den Unterbauch. Und wir kommen ein bisschen mehr uhr ins halbe Boot. Das ist sehr anstrengend. Entweder kannst du jetzt hier nochmal einfach einen Moment im halben Boot bleiben, Beckenboden gut anspannen, oder du kommst nochmal zurück, aber schön langsam in die Variante vom tiefen Boot und dann mit viel Bauchkraft wieder ins halbe Boot. Brustbein ein bisschen aufrichten, Beckenboden anspannen. Wenn du willst, kannst du da deine Beine noch strecken. Atem lassen fliessen. Und dann nehmen die Beine, die Füße angewinkelt am Boden, machen den Rücken lang und lehnen für einen Moment über unsere angewinkelten Beine. Kopf einrollen.
in dieser Kutscherhaltung ein paar Atemzüge lang dem Rücken wieder ein bisschen Raum geben. Und den Körper entspannen, auch Bauchraum vollkommen lösen. Nächstes Einatmen können wir Wirbel für Wirbel um. Dann uns aufrichten, nehmen die Hände auf die linke Seite runter und kommen in Vierfußstand. Wir machen eine Serie zur Aktivierung von unserer Mitte. Wir stellen die Zehen auf, den Bauch wieder so aktivieren, wie wir es jetzt am Anfang gelernt haben. Dann ist der untere Rücken lang, Beckenboden angespannt, Unterbauch angespannt. Und wir heben mal unsere Knie abheben, bleiben den Moment, Atem lassen fliessen. Und mit dem nächsten Ausatmen schieben wir das Gesäß gegen hinten und dann gegen oben in abschauend Hund. Vielleicht willst du jetzt da deine Hände- und Fußposition ein bisschen ausrichten. Bauchnabel einsaugen, Rücken lang machen. Sitzbeinhöcken streben hinten hoch. Nächstes Einatmen. Kommt das Gewicht für mich, kommen wir ins Brett. Der Bauch bleibt ganz aktiv. Blick ist vorne. Du bist wirklich wie ein Brett, nicht so wie eine Banane, die durchhängt. Mit dem nächsten Ausatmen zieht dich der Bauchnabel wieder zurück in abschauenden Hund. Atem lassen fliessen, nächstes Einatmen, wieder Brett. Und aus, Bauchnabel einsaugen, abschauenden Hund. Nächstes Einatmen kommen wir direkt in aufschauenden Hund, via Brett. Also via Brett in aufschauenden Hund, Gesäß jetzt anspannen. Untere Rücken bleibt lang, Brustbein gegen vorne nehmen, Hände gut in den Boden hineinpressen, Atem lassen fliessen, Kopf ein bisschen zurücknehmen. Nächstes Ausatmen, Bauchnabel einsaugen und wir kommen in abschauenden Hund. Wir machen jetzt die Variante, wo die Zehen aufgestellt bleiben, einatmen, kommen wir wieder vorne in aufschauenden Hund, Brustbein gegen vorne und ausatmen, abschauenden Hund. Atem lassen fliessen. Vielleicht wieder ein bisschen einrichten. Nächstes Einatmen, das rechte Bein hinten hochbringen. Gesäß aktivieren, Hüfte nicht aufdrehen. Mit dem Ausatmen Knie anwinkeln, Knie Richtung Stirn. Bauchnabel einsaugen, untere Rücken runden. Heben, Atem lassen fliessen. Nächstes Einatmen, Bein wieder hinten hoch. Gesäß aktivieren, kannst auch links auf die Zehen kommen und aus Bein anwinkeln und Knie auf die rechte Seite vom Oberarm bringen. Atem lassen fliessen. Einatmen, kommst du nochmal hoch und aus, Knie auf die linke Seite vom linken Oberarm bringen. Atem lassen fliessen. Einatmen, wieder hoch und aus, Fuß zurück. Einatmen, Brett. Und aus, jetzt in die Hälfte runter. Du kannst die Fußspitze aufgestellt lassen oder Fußrücken ablegen. Einatmen, aufschauend Hund. Und aus, abschauend Hund. Atmen, lass fliessen. Ich rutsche ein bisschen mit den Händen. Gehe darum mit den Händen ein bisschen hindern. Und erst einatmen, links Bein hinten, Gesäß aktivieren. Aus, Knie anwinkeln, Knie Richtung Stirn. Rücken rum, den Bauchnabel einsaugen. Die Schultern sind jetzt über den Händen. Nächstes Einatmen, nochmal Bein hinten ausstrecken, Gesäß aktivieren. Und aus, Knie vorne auf die Aussenseite vom linken Oberarm. Moment bleiben. Nächstes Einatmen, hinten aus. Und aus, Knie an die Aussenseite vom rechten Oberarm nehmen. Und einen Moment bleiben. Nächstes Einatmen, kommen wir wieder hinten hoch. Und aus, wieder abschauend Hund. Wir richten uns hier nochmal ein, Bauchnabel ein, suchen Blick zum Bauchnabel und laufen nachher langsam mit den Händen zu den Füßen. Kannst auch gerne ein bisschen in die Knie gehen. Ich muss das Mikrofon wieder
versorgen. Sitzbein höcker strebt hinten und Gewicht ist beim Vorderfuß. Und wir gehen ein bisschen in die Knie, nehmen die Arme über die Seite, kommen mit dem langen Rücken hoch, strecken uns den Blick zu den Händen und aus, Hände vor das Herz. Gut. Jetzt ist unsere Mitte aktiviert. Und wir schauen jetzt, dass wir beim nächsten Flow, der uns viel Energie schenkt, unsere Mitte immer ein bisschen aktiv behalten. Das heisst, wirklich immer ein bisschen Beckenboden anspannen, Bauchnabel ein bisschen einsaugen. Und du wirst sehen, dass du dann viel leichter durch die Übungen durchfliessest. Vor allem auch, wenn es um Übungen geht, wo du viel Körperspannung brauchst, wie das Brett zum Beispiel, dann fällt einem das leichter. Okay? Wir kommen vorne an die Matte, nehmen die Hände vor das Herz. Gut zu den Füßen spüren, Kraft in der Mitte wahrnehmen. Einatmen, kommen wir gegen oben mit den Händen. Seitneigung gegen rechts. Einatmen, Seitneigung gegen links. Einatmen, kommen wir Und aus, grossen Schritt gegen rechts. Und wir nehmen jetzt die Hände an die Hüfte und können mit dem nächsten Ausatmen mit dem Oberkörper tief. Bis wir die Fingerspitze am Boden nehmen können oder auch die Hände nehmen können, den Atem lassen wir fliessen. Jetzt machen wir den Rücken lang. Das heisst, wir kommen wieder ein bisschen hoch und laufen mit der linken Hand vor den rechten Fuß. Drehen uns mit dem nächsten Einatmen mit dem rechten Arm gegen uns. Atem für einen Moment fliessen. Sitzbein hocken, streben gegen hinten, Scheitel gegenführen und Arm auf die Seite raus. Versuchen weite Schultern machen, Blick ist zu der Hand. Ausatmen, Blick gegen runter und wir laufen mit der Hand zum linken Fuß. Linke Hand aufstützen vor dem Fuß und wir öffnen uns gegen links öffnen. Machen den Rücken lang. Wenn du willst, kannst du auch auf die Fingerspitze kommen. Oder könntest du auf den Block kommen. Ausatmen, kommen wir wieder zurück in die Mitte. Vielleicht kannst du jetzt noch einen Moment tiefer sinken, Kopf einrollen. Dann gehen wir ein kleines Knie. Wir nehmen jetzt unsere Ferse ein bisschen weiter rein. Wir nehmen die Hände an die Hüfte, kommen mit geradem Rücken hoch. Bleiben gerade tief. Bauchnabel einsaugen. Untere Rücken lang machen, nicht in ein Hohlkreuz gehen. Und wir nehmen die Arme auf die Seite. Ellbogen sind auf Schulterhöhe. Machen einen weiten Brustraum. Atmen lassen, fliessen. Gut zu den Füßen spüren und auch Kraft im Bauchraum wahrnehmen. Dann ist das Einatmen Schritt gegenführen und aus, Arm über die Seite. Wir können mit leicht angewinkelten Beinen vorne, aber in eine Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge und ausatmen, nochmal eintauchen, ganze Vorbeuge. Hey. Dann ist das Einatmen, rechte Fuß und linke Fuß hinten ins Brett. Excuse me, wir müssen schnell bleiben im Brett. Das Mikrofon will einfach nicht. Dann müssen wir ein bisschen mehr auf die Seite. Gut, wir sind im Brett, haben den Bauch aktiviert. Mit dem nächsten Ausatmen kommst du entweder über die Knie oder direkt in einer grossen Liegestütze in die Hälfte. Einatmen, Fußrücken ablegen, entweder via Knie oder direkt aufschauend Hund. Und aus, via Knie oder direkt in abschauend Hund. Wir lassen den Atem einen Moment fliessen. Bauchnabel einsaugen, Blick zum Bauchnabel. Rücken lang machen. Gut aus den Händen rausstossen. Dann ist das Einatmen, das rechte Bein hinten umbringen, Gesäß aktivieren, Hüfte nicht öffnen und aus, Bein anwinkeln und den rechten Fuß zwischen die Hand. Vor das Bein anwinkeln, hinten ist der Fersen in der Luft, Bein ist ganz gestreckt hinten, Bauch aktivieren, Bauchnabel gegen innen saugen und wir kommen hoch mit dem Oberkörper. Jetzt tun wir das Gesäß links auch ein bisschen aktivieren. Untere Rücken lang machen, das heisst Schambein ein bisschen unten vorne nehmen, Bauchnabel einsaugen, jetzt sind wir da ganz kräftig und können ganz entspannt unsere Arme gegen unten. Atem frei fliessen. Mit dem Ausatmen kommen wir gegen rechts in eine Seitneigung. Atem fliessen. Einatmen in die Mitte und ausatmen gegen links.
Atem lassen fliessen, gut Kraft in der Mitte behalten. Und einatmen, kommen wir in die Mitte, kommen in eine leichte Rückbeuge, Brustbein streckt ein bisschen Richtung Decke. Wir können nachher unsere Arme über die Seite abnehmen, die Finger hinter dem Rücken verschränken und können so die gestreckten Arme vielleicht noch ein bisschen annehmen und noch ein bisschen weit im Brustraum arbeiten. Den Bauchnabel ziehen wir aber immer zurück, um den unteren Rücken zu schützen. Mit dem Ausatmen kommen wir gegenführen, machen den Rücken lang. Atem fliessen, wir bringen die Arme ein wenig gegen Uhr. Und dann die Hände lösen, wir bringen die Arme gegenführen. Kraft aus dem Bauch, wir nehmen die Hände wieder zurück, aber einatmen, Blick gegenführen und aus, abschauend Hund. Einatmen, Brett. Aus in deiner Variante in die Hälfte runter. Ein, aufschauend Hund und aus, abschauend Hund. Zwischenatmen, Atem fliessen. Das Einatmen, das linke Bein weit hineinbringen und aus, Bein anwinkeln, Fuß zwischen die Hände. Rechter Fuß ist wie auf einem Stöckelschuh, Ferse in der Luft, Bein ganz gestreckt, Bauch aktiviert und wir kommen mit kräftiger Mitte hoch mit dem Oberkörper. Unsere Balance finden, zentrieren, Kraft in die Mitte geben, lange unteren Rücken machen. Wir können hier die rechte Hüfte ein so gegen vorne schieben und wir nehmen dann die Arme gegen uns. Sind ganz entspannt im oberen Rücken, Brustbereich. Atmet ein mit dem Ausatmen, Seitneigung gegen rechts, Atem fliessen. Einatmen Mitte. Und ausatmen, Seitneigung gegen links. Atem fliessen, einatmen Mitte. Und mit dem Ausatmen kommen wir ein bisschen gegen hinten. In eine Rückbeuge, atmen da ein. Mit dem Ausatmen Hände über die Seite nehmen, Finger hinter dem Rücken verschränken, Atem fliessen, Arme ein bisschen gegen oben bringen. Uns ein bisschen öffnen im Brustraum. Mit dem nächsten Ausatmen können wir mit langem Rücken gegenführen. Bringen dann die Arme ein bisschen gegen oben, wenn du die Möglichkeit hast. Und dann lösen wir die Finger. Bringen die Arme gegenführen, starken Rücken machen. Mit dem nächsten Ausatmen Hände wieder am Boden. Einatmen, Brustbein gegen vorne bringen und aus, abschauend Hund. Atem lassen, fliessen, einrichten. Wir schauen zwischen die Hände, kommen auf unsere Zehen, gehen die Knie neben den Satz gegen vorne und ausatmen, Kopf-Knie-Position. Wir gehen die Knie, schauen vorne, nehmen die Arme über die Seite, kommen hoch und aus, Hände vor das Herz. Einatmen, kommen wir auf. Und ausatmen, Seitneigung gegen links. Einatmen, uhr. Und aus, Seitneigung gegen rechts. Einatmen, kommen wir und aus, rechten Schritt, rechten Fuß hinten auf die Seite. Wir sind parallel zur langen Mattenkante. Nehmen die Arme auf die Seite raus, machen weite Schultern. Rechte Fuß zeigt gegen rechts. Linke Zehe ein bisschen nachziehen. Wir lehnen weit gegen rechts. Jemand zieht uns an der Hand. Und was nicht mehr weitergeht, tun wir im Becken kippen. Die rechte Hand kommt am Unterschenkel oder zum Knöchel. Wir drehen uns gegen links aufdrehen. Den Rumpf richtig aufdrehen. Du hast da wie einen Hebel an der rechten Hand. Und die Stosshälte in die linke Hüfte ein bisschen gegen hinten. Aussenkante gut im Boden verankern, sodass du Dehnung im Hüftbeuger. Ist der Muskel über den Oberschenkel bis zu der Brustwirbelsäule wahrnimmst. Blick ist zu der Hand, die ist auf Höhe vom Kopf. Weite Schultern, einatmen, zieht uns die obere Hand gegen uhr. Und ausatmen, Zehen wechseln. Einatmen, zieht uns etwa gegen links. Und aus, tun wir im Becken kippen. Einatmen, nochmal aufdrehen. Ins Dreieck auf die andere Seite. Weite Schultern, gut rechte
Aussenkante vom rechten Fuß im Boden verankern, rechte Hüfte gegen hinten schieben. Atmen lassen, fliessen. Einatmen, kommen zurück hoch. Und aus, Schritt gegen vorne. Hand vors Herz. Einatmen, leichte Rückbeuge. Und aus, wir gehen die Knie nehmen, mit dem über die Seite, kommen in eine Vorbeuge, Kopf einrollen. Einatmen, halbe Vorbeuge, vorne schauen. Und aus, nochmal eintauchen. Einatmen, linken Fuß, rechten Fuß, hinteren Isbrett. Und aus, kommen wir in die Hälfte runter. Ein, aufschauend Hund. Und aus, abschauend Hund. Atmen, lassen fliessen. Dann ist das Einatmen, bringen wir das rechte Bein weit hin, Gesäß aktivieren. Und aus, Knie anwinkeln, Fuß ein bisschen vor das rechte Handgelenk. Wir strecken das Bein strecken. Du kannst auch den hinteren Fuß ein bisschen nachziehen. Wir machen den Rücken lang, kommen auf die Fingerspitzen. Und ausatmen, tauchen wir ein bisschen ab über das gestreckte Bein. Einatmen, kommen wir wieder hoch. Könnt unsere Ellbogen hinter dem Rücken fassen und ausatmen. Nochmal abtauchen. Wir lassen den Atem für einen Moment fliessen. In dieser Vorbeuge mit dem ersten Einatmen kommen wir in die Hälfte hoch mit dem Rücken, dass der parallel ist zum Boden. Wir verlagern das Gewicht ein bisschen verlagern aufs rechte Bein, dann das hintere Bein hinten ausstrecken. Fersen flexen. Schauen, dass die Hüfte schön parallel sind. Könntest auch deine Hände an die Hüfte nehmen, um zu schauen, ob die schön gerade sind. Oder wenn das geht, nimmst du die Arme gegenführen. Atmen lassen, fliessen. Dann nehmen wir die Hände ab, platzierst die rechte Hand am Boden, ein bisschen diagonal, etwa handbreit entfernt vom rechten Fuß. Und wir drehen jetzt die linke Hüfte auf. Die Hüfte ist offen. Entweder nimmst du die linke Hand an deine linke Hüfte oder du bringst deine linke Hand über den Kopf, streckst sie zur Decke und wenn du möchtest, kannst du den Blick noch zu der linken Hand richten. Muss aber nicht sein. Mit dem nächsten Ausatmen, Blick wieder zum Boden, die linke Hand auch am Boden, einatmen. Linken Fuß nochmal hinten umbringen und aus, zurückstehen. Im abschauend Hund. Einatmen, Brett. Und aus in die Hälfte runter. Ein, aufschauend Hund. Und aus, abschauend Hund. Atmen lassen, fliessen. Zwischenatmen. Gut einrichten. Dann ist das Einatmen. Das linke Bein hinten umbringen. Gesäß aktivieren. Und aus, Bein anwinkeln. Fuß vor das linke Handgelenk. Wenn du willst, kannst du jetzt hier den rechten Fuß ein bisschen nachziehen. Machst den Rücken lang, kommst auf die Fingerspitze und ausatmen. Kommst mit geradem Rücken über das gestreckte linke Bein. Atmen lassen, fliessen. Einatmen, kommst nochmal ruhig. Rücken parallel zum Boden. Du musst deine Ellbogen den anderen Weg fassen wie vorher. Und kommst nochmal tief. Atmen lassen, fliessen. Wenn dir jetzt das vorher zu viel war, könntest du auch hier in dieser Position bleiben oder in dieser dynamischen Variante hochkommen und runter, bis wir wieder zusammen im Hund sind. Oder du tust das Gewicht aufs linke Bein verlagern, das rechte Bein abheben. Wenn du möchtest, kannst du die Hände an die Hüfte tun oder sogar gegen vorne strecken. Moment bleiben, Rücken lang machen, Kraft aus der Mitte. Und dann nimmst du die Hand zurück am Boden. Die linke Hand so schräg links vor dem linken Fuß. Drehst die rechte Hüfte auf. Entweder kannst du einfach so bleiben oder du nimmst die rechte Hand an die Hüfte oder streckst den Arm Richtung Decke. Und wenn du möchtest und das geht, schaust du noch zu der rechten Hand. Mit dem nächsten Ausatmen, Blick zum Boden, rechte Hand zurück am Boden. Einatmen, rechten Fuß nochmal weit hinten, einbeinige Vorbeuge. Und aus, zurückstehen, in abschauend Hund. Atmen lassen, fliessen, einrichten.
Wir kommen auf unsere Zehen, schauen vor, gehen in die Knie, nehmen den Satz gegenführen. Und nächstes Ausatmen, Vorbeuge, Kopf einrollen. Atem lassen fliessen, leichte Nick- und Nein-Bewegungen machen. Du gehst in die Knie, nimmst den Arm über die Seite, schaust vor, kommst mit geradem Rücken hoch, Blick zu den Händen und aus, Hände vor das Herz. Einatmen, kommst hoch. Ausatmen, Seitneigung gegen rechts. Einatmen, aus, Seitneigung gegen links. Einatmen, aus, Schritt gegen rechts. Und aus, nimmst die Hände auf die Seite. Hände sind schulterbreit und laufst jetzt mit deinen Füßen noch ein bisschen weiter auseinander. Nimmst die rechten Zehen gegen rechts und wir sinken tief. Die Hüfte bleibt offen, parallel zur Langmattenkante und wir sinken da tief. Schaust, dass das vordere Knie schön über dem Fußgelenk bleibt. Das hintere Bein ist ganz gestreckt und du schaust dann über den vorderen Mittelfinger. Atem lassen, fliessen. Kraft in die Mitte geben, dass du nicht in ein hohes Kreuz kommst. Und dann wird es oben leicht. Lächeln macht es auch leicht. Und mit dem nächsten Ausatmen lehnen wir ein bisschen gegen vorne, bringen dann die rechten Fingerspitzen an die Innenseite vom rechten Fuß und ziehen die linke Hand über den Kopf, bis die Hand so der Arm in der Verlängerung ist vom hinteren Bein. Von der hinteren Fußkante bis zu der linken Fingerspitze ist eine Linie und du drehst den Rumpf ein Mühe Richtung Decke. Sehr gut. Dann nimmst du einatmen, zieht uns die obere Hand wieder auf und wir richten die Zehen wieder gegen vorne richten. Atmet hier ein, Länge im Brustraum und aus, linke Zehen gegen links und wir sinken tief in Krieger 2. Atem lassen fliessen, Bauchnabel einsaugen, kräftige Mitte, dass wir oben entspannen können. Nächstes Einatmen weit gegen vorne und aus, linke Fingerspitze an die Innenseite vom vorderen Fuß und wir ziehen die rechte Hand und den Arm über den Kopf in die Verlängerung vom Bein. Und wir nutzen jetzt den Hebel von dem linken Oberarm am Knie, um uns noch ein bisschen mehr gegen rechts aufrotieren. Wir machen ganz eine lange rechte Flanke. Atem lassen fliessen. Blick kannst du zur Decke nehmen. Machst du einatmen. Zieht uns die obere Hand wieder zurück hoch. Und aus, Hände an die Hüfte. Einatmen. Kommen wir in die Hälfte vorne mit dem Oberkörper und aus in eine Vorbeuge. Hände auf Höhe, Fersen. Vielleicht kannst du den Scheitel ablegen. Atem für einen Moment, lass fliessen. Schultern lösen. Wir gehen ein bisschen in die Knie. Kannst deine Beinpositionen ein bisschen verkleinern, die Fersen ein bisschen gegen innen nehmen. Und wir kommen nochmal hoch in die kräftigende Position. Da die Reiterposition, Bauchnabel einsaugen. Weite Schultern, weites Herz. Ha, ist das kräftigend. Mit dem nächsten Einatmen stehst du wieder gegen vorne, Blick zu den Händen. Und aus, Hände vor das Herz. Einatmen, kommen wir leicht die Rückbeuge. Und aus, gehen kleine Knie, nehmen die Arme über die Seite, Vorbeuge, Kopf einrollen, einatmen, halbe Vorbeuge, vorne schauen und aus, nochmal ganz eintauchen. Einatmen, rechten Fuß, linken Fuß, hinteren Brett und aus, kommen wir in einer grossen oder kleinen Liegestütze ganz in die Bauchlage. Wir legen die Fußrücken ablegen, nehmen die Hände auf höhere Schultern, legen das Schambein in den Boden reinbringen. Es ist mittel angespannt, aber nicht verkrampft. Fersen ein bisschen zusammenpressen. Wir kommen in eine kleine Kobra. Atem lassen fliessen. Wir nehmen die Hände gegen hinten und heben unsere Beine ab,
sodass die Oberschenkel vom Boden wegkommen. Atem fließen. Wir freuen uns über die kräftigende Wirkung von unserer ganzen Körperrückseite und auch einen vitalisierenden Effekt für unsere Nieren. Ist ja gut für die Bauchspeicheldrüse, für die Milz. Und wer will, nimmt jetzt die Hände noch gegenführen. Atem fließen. Und dann senken wir die Beine. Senken. Fußrücken am Boden nehmen, Fersen ein bisschen zusammendrücken, ziehen die Ellbogen zurück und dann jetzt einmal unter dem Ellbogen senken und wieder heben. Der Oberkörper bleibt eigentlich immer gleich in einer kleinen Kurve und die Unterarm musst du einmal senken und heben. Das ist eine gute Übung für eine schöne Haltung. Die stärkt den Trapezius, wo die Schulterblätter hinten ein bisschen zusammennimmt, dass wir vorne im Brustraum aufmachen können. Und wir machen noch zweimal. Und dann schieben wir unsere Hände gerade vorne zusammen in ein Küssi und dann die Stirn darauf ablegen, Fersen gegen außen gleiten und im Moment den ganzen Körper komplett lösen. Wir nehmen die Füße wieder zusammen. Ich muss jetzt ein bisschen hinterrutschen, aber du kannst gerne so bleiben. Und du hast deine Hände gegen vorne strecken und rollst ein paar Mal so auf beide Seiten. Ich zeige es jetzt nur gegen rechts, wegen dem Mikrofon. So über die ganze Vorderseite rollen. Die wichtigen Energiepunkte aktivieren. Und nachher rollst du mit dem nächsten Mal gerade auf deine Rückseite. Ich komme jetzt hier wieder zurück auf die Matte. Du vielleicht auch. Und wir kommen den Moment in der Rückenlage an. Ich spüre gut, wo der Körper am Boden aufliegt. Und dann nachher die Füße anziehen. Vors Gesäß, hüftbreit. Wir nehmen die Hände am Boden. Mit dem nächsten Einatmen geben wir Druck auf die Fersen, kommen Wirbel für Wirbel hoch in eine hohe Schulterbrücke. Ausatmen, Rücken loslassen. Wir kommen Wirbel für Wirbel wieder zurück. Aber Bauch dabei einsetzen, dass wir jeden Wirbel absetzen können. Einatmen, kommen wir nochmal hoch. Und jetzt bleiben wir einen Moment. Wir können auch unsere Finger Richtung Decke nehmen, das heisst die Arme anwinkeln, ein bisschen Druck auf den Oberarm geben und da den Bogen noch etwas verstärken. Atem lassen fliessen. Ein bisschen Kraft in die Mitte geben und spüren, wo der Atem anfließt. Und wer jetzt da möchte weitergehen, ist aber kein Muss, der kann die Hände unter die Schultern nehmen, Fingerspitzen zeigen, Richtung Beckenkamm, Ellbogen ein bisschen zurück, mit dem nächsten Einatmen Kraft sammeln und sich hochschieben, entweder ins halbe Rad und vielleicht den Scheitel an, wo dann oder ins ganze Rad kannst du deine Fersen lupfen, wenn du möchtest. Im Moment bleiben und die Fersen senken, wenn du das möchtest. Und dann langsam wieder runterkommen. Die Schultern ablegen. Und wir sind wieder in der höheren Schulterbrücke. Atem lassen fliessen. Wir heben unsere Fersen heben. Und auch falls du jetzt den Zwischenteil nicht gemacht hast, kannst du jetzt wieder mitmachen. Und den Rücken Wirbel für Wirbel ganz langsam ablegen. Und wenn der Rücken abgelegt ist, kannst du auch die Fersen senken, läufst mit den Füßen so mattenbreit. Du hast die Knie für einen Moment zusammenfallen, nimmst die Arme. Entweder so halb auf die Seite oder auch ganz auf die Seite, Handfläche gegen Uhr. Im Moment nachspüren. Ganze Körper von innen her lösen.
Dann bringen wir die Knie gegen links, bringen wie einen Scheibe, wischen den Kopf gegen rechts. Einatmen Mitte, ausatmen Seite wechseln. Einatmen Mitte, ausatmen nochmal erste Seite. Einatmen Mitte, ausatmen nochmal zweite Seite. Einatmen Mitte. Und wir ziehen unsere Beine für einen Moment ein bisschen anziehen, aber nicht so fest, einfach ein bisschen die Hände an die Knie. Im unteren Rücken so ein bisschen Raum geben. Wir ziehen die Beine im rechten Winkel anwinkeln, Unterbauch gut im Boden. Also unteren Bauch hilft, dass der Rücken im Boden ist, nimmst die Arme wieder auf die Seite. Mit einem Ausatmen gehen Knie gegen links, Richtung Achselkopf gegen rechts. Du tust den Bauch einsetzen, Knie nicht ganz ablegen. Einatmen, kommst in die Mitte. Und ausatmen, Seite wechseln. Einatmen, Mitte. Und ausatmen, Seite wechseln. Und wenn du einmal in der Mitte bist, tust du den Rücken, vor allem den unteren Rücken, wieder gut im Boden ablegen. Dann gehst du noch mal auf die rechte Seite und kommst dann zurück in die Mitte. Dann das rechte Bein über das linke schlagen. Dann den linken Fuß am Boden, Gesäß ein bisschen gegen rechts versetzen. Bringe die Knie gegen links, Richtung Boden. Und dann das untere Bein strecken. Jetzt ist vielleicht der rechte Fuß eher am Oberschenkel. Du kannst den Kopf gegen rechts drehen. Entweder so bleiben. Du kannst alternativ die linke Hand auf den Oberschenkel nehmen, um den Twist ein bisschen unterstützen. Die rechte Schulter bleibt immer am Boden. Oder wenn du möchtest, kannst du hier deinen rechten Zehen fassen und das Bein gegen links strecken. Und da könntest du auch den Ellbogen dann absenken, um da noch etwas zu stützen. Und wenn egal in welcher Variante du bist, in einem Moment loslassen. Dann nächsten einatmen, bringst das rechte Bein wieder in die Mitte, das Gesäß in der Mitte ausrichten und nachher nimmst du das linke dazu, das linke schlägst über das rechte. Den rechten Fuß senken, Gesäß ein bisschen nach links verschieben und Knie gegen rechts runterbringen. Entweder kannst du in dieser Variante bleiben, beide Schultern sind am Boden, oder wenn du möchtest, kannst du jetzt das untere Bein strecken und das obere Bein entweder am Oberschenkel lassen, vielleicht mit der rechten Hand den Oberschenkel fassen oder alternativ mit der rechten Hand den grossen Zehen fassen vom linken Bein und das Bein gegen rechts strecken. Den rechten Ellbogen und Oberarm abstützen am Boden. Du hast die linke Schulter immer schön am Boden. Kopf ist gegen links gedreht. Atem für einen Moment fliessen. Schultern lösen. Brustraum lösen. Gut im Bauch atmen. Der Bauch ist komplett gelöst. Im nächsten Einatmen bringst du das linke Bein wieder in die Mitte. Du musst das Gesäß wieder mittig ausrichten. Das rechte Bein nochmal strecken und dann das linke Bein anziehen. Nach am Oberkörper. Untere Rücken längen und dann das Bein strecken am Oberschenkel, Unterschenkel oder am Fersen. Ein bisschen näher ziehen für einen Moment. Atem fliessen. Wir lassen das Bein ausgleiten. Du musst das rechte Bein anziehen. Linke Ferse stoss ist ein bisschen im Boden. Untere Rücken machst lang. Und wir strecken nachher das rechte Bein strecken. Hebst dich am Oberschenkel oder Unterschenkel oder auch Fersen. Du tust das Bein sanft ein bisschen zu dir dehnen. Atem fliessen.
Dann lösen wir das Bein lösen. Fuß bleibt Richtung Decke gestreckt. Unterrücken im Boden, nimmst das linke Bein dazu. Und wir kommen jetzt in halben Schulterstand. Hand neben das Gesäß am Boden. Du musst Kraft sammeln beim Einatmen. Und das Gesäß gegen Uhr stoßen. Du schaust jetzt nicht mehr in die Kamera. Du musst nämlich den Nacken nicht drehen oder schaust zuerst, wie es geht. Du musst mit dem Beckenkamm in die Hände absitzen. Und die Füße, die zeigen so diagonal Richtung hinten und Decke. Lieber ein bisschen mehr Richtung Decke als gegen hinten. Und wenn du eingerichtet bist, also übrigens die Fingerspitzen zeigen richtig Füße, dann tust du für einen Moment die Augen schliessen und auch die Füße entspannen. Konzentrierst dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Das hilft, die Energie von den Füßen Richtung Stirn fliessen. Gibt dir einen klaren Kopf, klare Visionen. Das ist eine verjüngende Übung, die aus Blut und die Lymphe Richtung Herz bringt, den Kreislauf entlastet und die Schilddrüse harmonisiert. Wenn wir die Augen öffnen, Bein ein bisschen anwinkeln, Gesäß ein bisschen Richtung Decke schieben. Wir machen das nächste Päckchen mit den Beinen, Hände zurück, aber am Boden. Und wir legen den Rücken Wirbel für Wirbel wieder ablegen. Der Kopf bleibt am Boden, der Nacken bleibt lang. Setzt deine Armkraft ein und der Bauchkraft. Und wenn der Rumpf am Boden ist, strecken wir die Füße nochmal zur Decke. Legen die Schultern los, nehmen jetzt auch die Arme zu der Decke. Handflächen Richtung Decke. Du stehst davor, du würdest da ein Tabla wegstoßen. Und dann drehen wir Hände und Füße ein paar Mal gegen rechts und dann gegen links. Und dann machen wir Flex und Point Füße und Hände. Dann Knöchel anwinkeln und machen die Füße und dann die Hände und Zehen strecken. Und zum Schluss lassen wir ganz entspannt die Ferse richtig Gesäß gleiten. Ihr könnt auch die Arme ein bisschen ausschütteln. Und bringen dann die Hände neben den Körper Handflächen gegen oben. Und dann ein Bein nach dem anderen ausgleiten. Die Beine sind fußbreit auseinander. Die Zehen fallen ganz entspannt gegen außen. Wir schliessen die Augen schliessen. Und den ganzen Körper innerlich loslassen. Wir spüren die Wirkung von diesen Yoga-Übungen an, von diesen energetisierenden Flows mit einer kräftigen Mitte. Mit jedem Ausatmen sinkst du ein bisschen mehr in die Matte und lässt die letzte Restspannung, die du im Körper hast, abfließen. Spürst zu den Füßen, zu den Beinen und zu den Hüften und lässt vollkommen los. Entspannst den Beckenraum, Bauchraum, Brust bis zum Schlüsselbein. Lass los im unteren, mittleren und oberen Rücken. Entspann Schulterblätter, Schultern, Arme und Hände. Lass los im Nacken, Kopfhaut, Stirn und das ganze Gesicht. Der Körper schläft, der Geist ist wach. Konzentrierst dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen und versenkst dich in dein innere, helle Licht. Mein Geist offenbart sich im Körper als strahlende Gesundheit, schöne Form, Verjüngtheit und in der Seele als Harmonie. Wo ich bin, ist Ruhe, Frieden und Liebe.
Und du rührst deine Handgelenke und Fußgelenke kreisen. Mit dem nächsten Einatmen nimmst du die Arme hinter den Kopf, du dich gut durchstrecken, räkeln. Nimmst den Körper wieder in Besitz. Mit dem nächsten Ausatmen nimmst du die Arme zurück. Drehst dich entweder auf deine rechte Seite, kannst die Beine nochmal anwinkeln oder kommst in deiner Variante zurück in den Sitz. Und auch wenn du über die rechte Seite gegangen bist, kommst du dann wieder in den Sitz. Mit geschlossenen Augen richtest du dich nochmal gut auf. Nimmst dich nochmal von innen her wahr. Spürst du zu deiner aktivierten Mitte. Und zu deinem innerlich belebten Körper. Die Energie fließt und fließt. Dann nimmst du die Hände vor das Herz und schenkst dir ein inneres Lächeln, du musst dich vor dir verneigen. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.